Hallo, ihr Hasen. Nein, es ist noch nicht Ostern. Weihnachten ist aber vorbei. Und deswegen, hallo, ihr Hasen. So, ich habe einen kleinen Action-Haul für euch, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, und zeige euch mal, was ich gekauft habe. Es ist alles vom letzten Jahr. Ich war dieses Jahr noch nicht shoppen bei Action. Und ja, wir fangen einfach mal an. Es gibt neue Washi-Tapes in Metallic. Ich habe jetzt zwei mitgenommen. Es gibt natürlich wieder sechs. 79 Cent. Ich habe jetzt diese zwei Varianten mitgenommen. Dann gibt es Valentinstags-Washis. Jetzt mal gucken, wo sie hingefallen sind. Auch sechs Stück. Habe ich auch nur zwei mitgenommen. Und zwar einmal das mit diesem Knutschmund, den Herzen. Und dann steht hier unten drauf With Love. Und einmal dieses mit Herzchen. Und Kiss Me und Hugs and Kisses. Hier ging es mir um das hier, weil ich fand das ja sehr, sehr schön. Und auch 79 Cent. Dann habe ich Alpaka und Kaktus Dekorationssticker gekauft. Vier verschiedene Designs gibt es. Diese zwei habe ich doppelt und die habe ich hier einmal. Und zwar diese sind so ein bisschen spiegelig. Einmal der. Einmal dieses. Ich glaube 64 Cent oder 68 Cent. Ich schaue gleich mal auf meinen Kassenbon. Es sind wieder drei Einkäufe oder so. Wie immer. Immer ein bisschen. Dann habe ich jetzt auch einfach mal diesen Tuschkasten mitgenommen für 1,49. Ich habe was nicht bastigeliges mitgenommen und zwar einmal aus der Babyabteilung eine Babydorf-Lotion. Kostet 1,49. Momentan hat der Kleine was trockene Haut und ich möchte mal gucken, ob die gut ist. Ich vertrage keine Lotion, aber weil es halt für Kinder ist, möchte ich das mal ausprobieren. Dann immer dieses Band. Hope Joy. Ich glaube 79 Cent. Dann Gummis. Dann für den Kleinen, wenn wir jetzt irgendwann mal machen, Dinosaurier-Eier. Zwei Stück, 79 Cent. Kann ich euch ja mal das Ergebnis zeigen, was da rausgekommen ist. Dann habe ich Schlüsselanhänger. Hier steht jetzt aber irgendwie 6-mal und 18-mal drauf. Gucken wir mal kurz rein. Ah, kleine weiße Herzchen. Falls mal was schief geht. Die kosten, ich glaube, 78 Cent, 79 Cent. Dekoband war 79 Cent. Ich muss immer mal gucken. Schlüsselanhänger 87 Cent. Washi-Tape 79 Cent. Ja, so. Dann habe ich zu Silvester total vergessen rauszunehmen. Die Luftballons mit den Lichtern. Die kamen 72 Cent. Ich denke, wenn wir jetzt die Tage mal bestimmt einen aufpusten. Weil das ist ja immer ein bisschen spaßig und interessant. Klebeband 29 Cent, das kennt ihr auch. So. Dann habe ich mitgenommen noch. Das werden wir die nächste Zeit mal machen. Und zwar Paw Patrol Bügelperlen kosten, glaube ich, 99 Cent. 550 Perlen, ein. Jetzt müssen wir Deutsch finden. 550 Perlen, ein Steckbrett, einmal Bügelpapier. Ja. Dann durften die zwei nochmal mit. Ihr habt da ja gesehen, 1,64. Also die sind 1,64, 1,68. Die sind so toll, 1,64. Wer sie noch nicht gesehen hat, ich zeige es jetzt nochmal kurz. So schön. Also Papier. Gestanztes Sticker
und diese Vellum. Einmal den und der muss jetzt auf jeden Fall noch mal mit. Das Maritime. Kann man das auch noch mal gut sehen. Also so toll. Sehr, sehr super. Die durften mit 39 Cent, da sind zwei Stück drin. Und Glas, das Beste. Muss aber mal mich umdrehen, es tut mir mal sehr leid. Ob ich nicht wieder irgendwas vergesse, passiert mir ja leider immer ganz oft. So, und zwar gibt es neue Blöcke für 2,55 und zwar sind das die folierten. Und da ist wieder eins foliert und eins nicht foliert. Oder mehrere nicht foliert? Muss ich gleich mal bei den anderen gucken. Das ist was kräftiger. Und das ist was zarter. Da muss ich doch mal gucken. Ich habe mir die Blöcke gar nicht weiter angeguckt. Ich habe nur gesehen, da haben sie da, dass ich mir die kaufen muss. Nee, hier ist das auch so. Mal sind. Naja, nicht weiter tragisch. Voilà. Den finde ich sehr schwierig vom Muster her. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann gibt es den noch. Hammer. Das ist ja ein tolles Papier. Entweder haben sie das vergessen oder das ist absichtlich so. Das ist auch witzig. Schaut mal. Einmal entgegengesetzt. Da muss ich doch noch mal. Das ist auch so ein bisschen schwarz foliert. Die Streifen auch. Das ist auch witzig. Sie sind auch foliert. Na? Und die Blätter sind wieder nur einseitig. Also das Goldene ist ja echt mal der Kracher. Also ist das eine schöne Kombination unter allem. Und dann gibt es noch diesen Vintage-Block. Ist schon mal ein himmelweiter Unterschied, ne? So manche Blätter, ist ja schon Wahnsinn, wie das aussieht, wenn da Folie drauf ist und wenn nicht. Wieder der Absturz. Ich glaube, das hat man noch. Also so eine Blätter kann man auch selber machen, ne? Man lässt einfach mal seine Teetasse oder seine Kaffeetasse irgendwo auf dem Papier stehen und dann geht das, kann man das auch selber machen. So, ihr Lieben, das ist auf alle Fälle, das ist gut gemacht. Schaut mal so. Wo, da hätten sie es auch machen können. Naja, so, das sind die Blöcke für 2,55 €. Da gibt es vier neue. Es gibt schon wieder verschiedene neue Sachen. Wie gesagt, ich war jetzt noch nicht weiter gucken. Aber ich denke, sobald wieder ein paar Sachen gibt, werde ich euch informieren. So, ihr Lieben, ich würde sagen. Tschüss und bis zum nächsten Video.